Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der 70. Jahrestag der Gründung des Staates Israel ist zunächst einmal ein Tag großer Freude. Und bei uns in Deutschland zugleich auch ein Tag voller Sorgen. Freude darüber, dass es Israel gelungen ist, in diesen 70 Jahren einen demokratischen Rechtsstaat zu bauen und zu erhalten. Israel, so hat es die frühere Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Frau Knobloch, formuliert, ist der einzige Staat der Welt, der jeden Tag um seine Existenz ringen und bangen muss. Und dies prägt natürlich auch dieses Land. Und dass wir uns darüber freuen, dass dieses wunderschöne kleine Land 70 Jahre existieren kann, ist auch eine Freude darüber, dass in dieser Region ein Zeichen gesetzt worden ist für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und wenn wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Existenzrecht Israel als Teil unserer Staatsraison betrachten, wie es die Bundeskanzlerin bei ihrem Besuch formuliert hat in Israel, ist dies zugleich auch eine Bestätigung für Demokratie und Rechtsstaat, nicht nur in dieser Region, sondern in der Welt. Wir verteidigen mit dem Existenzrecht Israels nicht nur dieses Land, nicht nur diesen Staat, sondern Demokratie und Rechtsstaat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und natürlich ist Kritik an einer demokratisch gewählten Regierung nicht nur bei uns, sondern auch in Israel zulässig. Aber wenn wir sehen, wie immer wieder und zunehmend Kritik an Maßnahmen der israelischen Regierung mit einer fundamentalen Kritik und kritischen Äußerung zum Judentum verbunden sind, lehnen wir dies entschieden ab. Und gerade wir in unserem Land haben allen Grund, auch Aktionen, die von einigen Bündnissen im linken Spektrum unseres Landes stattfinden. Kauft nicht bei Juden. Ein Boykott mit solchen Formulierungen ist in unserem Land unzulässig, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Und so wünschen wir Israel, den Menschen, die dort leben, für die nächsten Jahre alles Gute. Und sie sollen wissen, wir stehen an ihrer Seite. Wir stehen an ihrer Seite. Und damit komme ich zum zweiten Teil dieses Tages, der für einige von uns mit der Teilnahme gestern an der Demonstration in der Fasanenstraße vor dem jüdischen Gemeindehaus stattgefunden hat. Es war beeindruckend, wie viele Menschen dort waren. Und aber, das kann man sagen, wir hätten uns gewünscht, dass es noch mehr gewesen wären. Und vor allem, Cem Özdemir hat es so formuliert, hätten wir uns gewünscht, dass wir die Veranstaltung gemacht hätten und dass es nicht notwendig gewesen wäre, dass die jüdische Gemeinde dazu aufgerufen hat. Es war beeindruckend, dieses Bekenntnis, aber es war auch zur gleichen Zeit bedrückend und beklemmend, dass in dem Augenblick, wo wir gefordert haben, dass jüdisches Leben unbedrängt und in der Öffentlichkeit in dieser Stadt stattfinden kann, am Hermannplatz,
Demonstranten, die eine vergleichbare Veranstaltung wie in der Fasanenstraße durchgeführt wurden, als Terroristen beschimpft wurden und die israelische Flagge weggerissen und zerrissen wurde. Das hat noch einmal deutlich gemacht, dass Antisemitismus bei uns vorhanden ist und dass wir dem entschieden entgegentreten müssen. Und der Präsident des Zentralrats der Juden hat in seiner Rede auf der Kundgebung formuliert, dass der Antisemitismus in unserer Gesellschaft klar benannt werden muss, dass es Antisemitismus gegeben hat, bevor Flüchtlinge in großer Zahl nach Deutschland kamen, dass alle jüdischen Einrichtungen durch Polizei geschützt werden müssen bis zum heutigen Tag. Aber er hat auch den Satz gesagt, dass all diejenigen, ganz egal wo sie herkommen, die in diesem Land leben wollen, akzeptieren müssen, dass der Antisemitismus keinen Platz in dieser Gesellschaft hat. Jeder hat Platz in dieser Gesellschaft, aber nicht der Antisemitismus, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und nun war gestern auch klar, dass dieses Bekenntnis natürlich schon ein wichtiger Teil ist, der Juden, Jüdinnen und Juden etwas Mut machen kann, dass sie nicht allein stehen, aber dass dies nicht reicht, sondern dass wir natürlich auch dafür sorgen müssen, dass in der Wirklichkeit sich einiges ändert. Es muss klar an unseren Schulen daran gearbeitet werden, dass Jude kein Schimpfwort auf dem Schulhof sein darf, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir dürfen die Lehrerinnen und Lehrer nicht allein lassen. Wenn uns berichtet wird, dass Schulleiter und Lehrerinnen und Lehrer sich nicht so richtig trauen, am Elternabend anzusprechen, dass dies und jenes in der Klasse auch vorgefallen ist, dann müssen wir die unterstützen. Auf diesen Zwischenruf habe ich eigentlich schon gewartet. Und da kann ich Ihnen nur sagen, von Ihnen wollen wir und brauchen wir, aber auch die Jüdinnen und Juden in diesem Land keine Belehrungen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dieser Satz stammt nicht von mir, sondern dieser Satz stammt von der Präsidentin der jüdischen Studentenorganisation, einer jungen Frau, die gestern unter dem tosenden Beifall der fast 3000 Menschen gesagt hat, die AfD wollen wir hier nicht, stehen Sie woanders hin, Ihnen haben für Sie haben wir hier bei unserer Demonstration keinen Platz. Stammt nicht von mir, stammt nicht von mir. Sie können es gerne im Internet bei YouTube anschauen, da ist es eingestellt. Es hat einige Kolleginnen und Kollegen, die dabei waren, die das bestätigen können, dass es genauso formuliert worden ist. Kein Satz von uns, sondern ein Satz von einer jungen jüdischen Frau in Deutschland, den wir natürlich unterstützen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also ein Tag der Freude, aber auch ein Tag der Sorgen. Und wir alle sind verpflichtet, nicht nur zu reden, sondern zu handeln. Jetzt hat das Wort der Kollege Alexander Graf Lambsdorff, FDP.